So, hallo zusammen und willkommen zurück zu Die Sims 2. Der gute Matthias hat sich hier gerade an der Mülltonne vergangen und sich einen kleinen Snack genehmigt. Und Maria wird auch schon wieder in einem Tag groß. Ah, das geht alles so schnell. Ja, muss mich gar nicht so angucken hier, ja? Du hast gerade in der Mülltonne rumgewühlt. Ach, es geht alles so schnell. Ich glaube, Lise wurde auch erst gestern groß, ne? Ja, vor sieben, in 7 Tagen noch. Das heißt, einen Tag ist sie schon Kind. Nee, Moment. Doch, dann wurde sie gestern groß. Warum liegt das Baby auf dem Boden? Leute? Leute, was tut ihr da? Wie geht es dir? Möchtest du vielleicht deine Tochter einmal hier ins Bettchen legen? Ich meine, das steht ja auch gar nicht so weit weg, ne? Und die gute Marie ist schon wieder schwanger. Ach, was tue ich dir nur an? Was tue ich dir nur an? Oh Gott, da fängt sie an zu weinen. Dann machen wir doch mal den hier kurz. So, wechselst du jetzt die Windeln oder habe ich das jetzt weggedrückt? Oh, sie hört auf zu schreien. Ja, doch, sie macht es sehr gut. Ja, du darfst meinetwegen weiter Logikpunkte. Könntest du bitte? Nein, nicht ins Gitterbettchen. Windeln, danke. Was machst du? Du lernst, glaube ich, gerade noch deinen letzten Logikpunkt. Warum ist das schon wieder so am Hängen? Ah, nee, du brauchst gar keinen mehr. Ja, dann hör doch mal auf damit. Höre doch mal auf damit. Und ich glaube, er sollte sich noch ein bisschen hier um die Kontakte kümmern. Das machen wir dann auch nochmal. Dann darfst du auch auf die Toilette gehen. So, was ist mit dir? Du könntest auch mal. Oh, der Mülleimer stinkt. Marmaplätzchen, ne? Zum Abendessen. Ist in Ordnung. So, wer ist denn hier? Du bist als letztes. Nur plaudern. Ja, was stehst du da jetzt so verloren rum? Du darfst dich gerne wieder hinlegen. Ja, alle stinken. Alle stinken. Ja, leg dich hin. Leg dich ins Bett. Dankeschön. So. Du kannst dich danach auch mal hinlegen. Würde ich sagen, ne? Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Kinder hier unterbringen soll. Das könnte problematisch werden. Gut, wir haben jetzt auch wieder 10.000 Simoleons. Aber. Ja, man könnte vielleicht hier noch ein Zimmer anbauen. So, eventuell. Muss ich mal schauen. Oh, da waren gerade Minuszeichen. Was ist da los? Ich glaube, das wart ihr untereinander. Ach, apropos, wo ich sie jetzt gerade sehe. Die beiden hatten ja einen Sohn, den Merlin. Und die beiden haben jetzt nochmal Nachwuchs bekommen und es sind tatsächlich Zwillinge geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert mit den ersten Zwillingen hier in der Stadt. Aber sie haben noch einen Jungen und ein Mädchen bekommen. Ich schaue gerade mal, wie man das hier noch machen könnte. Muss ich mir mal was überlegen. Man könnte auch theoretisch. Hier noch ein kleines Zimmer anbauen, ne? Hier so. Ich weiß nicht, ob das dann von außen komisch aussieht. Man könnte es auch ein Stück größer machen. Ist halt nur die Sache, dann muss man immer ins Bad, durchs Bad, ins Zimmer. Und wenn dann das Bad von jemandem belegt ist, kommt man eventuell nicht aus dem Zimmer raus. Das ist dann immer so die Sache. Hey, warum hast du denn da immer noch den Wunsch laufen lernen? Ich glaube, mittlerweile kannst du das. Das sieht zumindest stark danach aus. Wer ruft denn da an? So. Dann kannst du hier mal mitmachen. Während sie sich da verliebt in die Augen schauen. Nee. Bist du eigentlich mit irgendwem befreundet von den beiden? Nee, mit gar keinem. Na, egal. Mach das trotzdem mal. Auf gute Nachbarschaft hier. Ach. Sie kann natürlich jetzt nicht schlafen, ne? Wenn der Fernseher läuft. Das ist natürlich jetzt doof. Ah, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich meine, theoretisch hätten wir die Kohle, noch ein kleines Kinderzimmer anzubauen. Ich denke, das wird jetzt nicht so das Problem werden. So, musst du denn morgen überhaupt arbeiten? Ja. Also befördert werden sollte er auf jeden Fall schon. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wann das Kind kommt. Hier hätten wir auch heute noch einen Urlaubstag. 10 Stück. Können wir erstmal alle abfeiern, ne? Ich denke mal, befördert wird sie eh nicht mehr, solange sie noch arbeitet.
schon. Hast du schon 7 Logikpunkte? Okay. Von daher würde ich sagen, machen wir da einfach noch die 10 Urlaubstage. Dann haben wir noch mal ein bisschen was an Simoleons und dann kann sie auch den Job kündigen, würde ich sagen. Ne? Kann sie sich ein bisschen um die Kinder kümmern. Oh nein, jetzt steht er da. Ach, das ist ein bisschen nervig, dass er da mal mit aufsteht. Komm, erfüllen dir mal den Wunsch. Aber ich denke, so lange. Es brennt. So lange dürfte es doch auch nicht mehr dauern mit dem Baby, oder? Ich schau mal, ob wir noch irgendwas zum Frühstücken im Kühlschrank haben. Ja, Burger tun sie auch, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, wenn die Frau schwanger ist, ist das verzeihbar. Kannst du dir auch ihren Teller nehmen? Gott. Die schreien immer so laut, die Kinder. Ist doch gut. Ist doch gut, ist doch gut. Es kommt ja wer. So, dann nimmst du dir auch noch einen Teller. Wir haben sogar 3 Stühle, perfekt. Machen wir gleich mal ein Foto. Ah, ich glaube, sie schafft es nicht mehr pünktlich. Nee. Ich fotografiere die Familien immer so gerne am Esstisch. Weil dann kriegt man mal alle auf ein Foto zusammen. Nee. Da bietet sich das immer ganz gut an. Du wünschst dir ganz viele Sachen mit deiner Tochter. Du musst aber schon zur Arbeit. Oh, jetzt geht er stinkend zur Arbeit. Ich hoffe, die Leute fühlen sich dadurch nicht gestört. Nein, mach das mal. Hilf mal deiner Mutti hier ein bisschen. Hey. Bitte kurz helfen, Kind. Ach, da geht's ja trotzdem die Treppen hoch. Na gut. Dann mach doch, was du willst. Abspülen. Oder warte, du musst das gar nicht machen, denn sie hat immer noch Hunger. Dann kannst du den letzten Burger auch noch essen. Nom 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 nom. Und irgendjemand müsste hier mal langsam aufräumen, oder? Es wird doch etwas kritisch mit der Sauberkeit hier. Und ich glaube, da war gerade die Meldung. Wir haben zu viele Zeitungen, aber es sind doch nur 2. Kommen bei 2 schon keine mehr? Huch. Oder liegt noch. Da liegt noch einer drin. Ja, wir gucken mal, was sie macht. Wenn ich sie jetzt nicht steuere. Sie räumt sogar freiwillig auf. Lassen wir Marima ihrem freien Willen. Oder geht's aufs Sportgerät? Was habt ihr alle mit diesem Sportgerät, Leute? Was ist so faszinierend daran? Ich bringe mal kurz den Müll raus, damit sie auch wieder was hier drin wegschmeißen können. Ach, da ist auch die Post. Das ist sonst ein bisschen nervig, wenn sie mal rausgehen. Warum habe ich denn einen Mülleimer gekauft, wenn ihr den nicht nutzt, Leute? Hä? So, wie teuer? 84, na gut. Wer bist du? Wir laden. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Aaron Bartelt, komm her. Huch. Ja, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir machen mal hier so ein kleines Pläuschchen. Und vertäuschen unsere böse Absicht. Ah, ich glaube, er findet unseren Witz nicht lustig, ne? Er sieht etwas gelangweilt aus. Überreden zum Aufräumen, dann machen wir das doch mal. Ne? Ist sogar kostenlos. Hey, was ist das denn? Du bist einfach der coolste Sim, den ich kenne, und genau das werde ich auch jedem erzählen. Marie, dein Ruf ist auf dem Höhenflug. Ja, das höre ich doch gerne. Oh Gott. Oh nein, warum? Ich hoffe, es ist nur was mit Hobbys. Tom hat Mittagspause und beschließt, sich bei einem schnellen Videospiel ein wenig zu entspannen. Sein Chef kommt vorbei, sieht das Spiel und fragt danach. Soll Tom zeigen, was er gerade spielt oder versuchen, das Spiel schnell zu verstecken? Naja, wenn er danach fragt, hat er es ja schon gesehen. Wir zeigen es mal. Tom wird degradiert. Nein! Nein! Wieso? Er wäre befördert worden. Ach Mann, wir hätten das Geld gut gebrauchen können. Mit Anbau hier und so. Ach, das ist doch Kacke. Kann ich dich nochmal zur Arbeit schicken? 8 bis 15 Uhr. Du kannst direkt wieder zur Arbeit gehen. Los, geh. Warum geht das nicht? Hier, steig wieder ein. Verdammt. Tom hat heute 910 verdient. Zur Arbeit gehen. Lauf. Lauf, mein Freund. Lauf. Ich hoffe, er kriegt jetzt keinen Ärger, dass die hier rummimimien, weil er zu spät gekommen ist. Aber vielleicht wird er ja wieder befördert. Das wäre ganz schön. Und irgendjemand müsste halt auch nachher mal der guten Lise bei den Hausaufgaben helfen. Ich hoffe, Marie ist dazu imstande. Sonst macht das Tom. Ich meine. Ach, guck mal. Da haben wir ein bisschen was bekommen. Ich meine, Fähigkeitspunkte bis morgen lernen muss er ja eigentlich nicht, ne? Das muss er ja eigentlich nicht.
Vielleicht können wir dir dann auch mal die ganzen Wünsche hier mit deiner Tochter erfüllen. Ja, wir machen das mal. Steh mal auf. Geh mal hier hin. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er befördert wird. Ist mein Plan aufgegangen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Vizepräsident, waren wir das denn vorher schon? Ja, doch. Das waren wir vorher schon. Na gut, vielleicht wird er morgen befördert. Was wünschst du dir da? Ein Auto kaufen. Ja, das können wir vielleicht sogar mal machen. Mal gucken. So, reden, über Hobby reden. Da, mach das mal. So, steh mal auf. Geh mal zu deiner Tochter. Hast du ihn mitgebracht? Und du willst duschen gehen? Ne, wir machen jetzt erst hier, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bitte, bitte, bitte leg es. Was bringt sie es jetzt nach oben? Oder legt sie es nur dahin? Ich glaube, sie bringt es nach oben, ne? Na gut, dann darfst du wieder runterkommen. Komm wieder runter. Was macht ihr da mit dem Kind? Warum stinkt ihr alle? Könnt ihr mal bitte hier. Okay, sie möchte erst noch ganz kurz die Windeln wechseln. Dann warte noch. Nee, keine Windeln wechseln. Sie möchte hier Fläschchen geben. Ach Leute, könnt ihr bitte einmal das tun, was ich gerne möchte? Geh doch bitte duschen. Ja, du stinkst, du hast keinen Spaß. Ich weiß, das Leben ist hart. Es wird nur noch härter. Ah, okay. Reden, Pla nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Na egal. Über Hobby reden, Sport. Das war aber eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Ja, wollen wir es auch hoffen. Du möchtest einen Insider-Witz erzählen? Können wir machen, sehr gut. Ach, jetzt kommt der wieder nicht vorbei, ne? Warum versteht ihr euch denn nicht? Mach mal das hier, ja? Mach mal das hier. So, damit sie auch ein bisschen Spaß hat im Leben. Wir müssen es noch einmal machen. Ihr schreit mir hier so in die Gehörgänge. Ich muss mal ein Stück. Ich mache einfach den Ton leiser, dann passt das auch. Wo ist denn hier meine Rädchen? Da. Chup, chup. So. Wenn ihr dann gespielt habt, dann macht doch mal. Wir legen mal die Hausaufgaben kurz nach unten, damit sie jetzt nicht bei dir die Treppe hoch müssen. Das klappt dann sowieso nicht. Wir legen sie jetzt dahin. Bitten, bei den Hausaufgaben zu helfen. Marie, was machst du? Ich weiß nicht, was du tust. Ja, plaudern ist in Ordnung. Wir machen nochmal überreden zu. Wir gucken mal, was er zu essen serviert. Vielleicht zaubert er ja was Leckeres. Dann darfst du einmal ganz kurz hier die Windeln wechseln. Die wird nämlich auch gleich groß. Vielleicht schaffen wir es vorher noch einmal, die ekligen Windeln zu wechseln. Ja. Im besten Fall hast du sie jetzt auch direkt bei Geburtstag helfen. Sehr gut. Wenn das jetzt Marie gemacht hätte, wäre das nervig gewesen, weil dann hätte sie andauernd die Aktion bei Hausaufgaben helfen abgebrochen. Will sie noch nicht groß werden? Na gut, dann legen wir dich nochmal hier rein. Oh, das Essen ist angebrannt. Egal, ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Dann nimmt sich hier einfach jeder mal ganz kurz was. Essen, nom 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 nom. Ja, ihr stinkt alle. Geh duschen. Ah, er setzt sich leider nicht hier hin. Die machen das nicht, wenn da schon eine Schüssel steht, ne? Finde ich mal ein bisschen schade, aber gut. Und? Wird es jetzt was? Nein. Dann legen wir dich nochmal rein. Darfst du ja mal weiter essen. So, du darfst das auch noch essen. Ist es denn verbrannt oder sieht das. Das ist, glaube ich, verbrannt, ne? Ich kann es gerade nicht ganz zuordnen, wenn ich ehrlich bin. Was machst du da? Nein, das ist nicht dein Bett. Stopp! Hör auf damit! Hör auf, Roddy. Ich sehe gerade, die Badewanne hier ist auch super dreckig oben. Und hilfst du wieder? Ha? Ha? Sie will noch nicht. Sie will noch nicht. Na gut, dann legen wir dich nochmal rein. Vielleicht schafft das jetzt aufzuessen. So. Ich glaube, das Baby kommt auch irgendwann in der Nacht, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Was machst du da? Es hagelt, ja. Das hast du gut gesehen. Ach, gucke mal. Da ist das Bad wieder etwas sauberer. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Bei Geburtstag helfen. Ja, komm. Ah, wir geben dem mal ein Fläschchen. Vielleicht hilft das ja. Manchmal sind die Kinder ja da etwas stur und wollen partout nicht größer werden. Schmeißen wir. Oh, nee, das wollte ich nicht. Nein! Spiel mit ihr. So. Okay. Immer noch nicht. Na gut, dann trink noch mal was. Magenknurren. Oh, der Kühlschrank ist leer. Warum schreist du denn, Kind? Was hast du denn für ein Problem? Huch, das wollte ich nicht.
Na, damit auch schön die Sachen da drin bleiben, die man schon gekocht hat. Trink noch mal was. Dann kümmere dich gleich um deine Tochter. Ich denke, wenn wir ihn jetzt schlafen schicken, wird das sowieso nichts, weil er alle 5 Minuten aufsteht. Sie will einfach nicht, ne? Sie will einfach nicht größer werden. Spielen wir noch mal ein bisschen mit dir. Na gut. Na gut, dann leg dich einfach hin. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so super lange, weil er soll ja morgen arbeiten und auch fit dafür sein, damit er befördert wird. Sie ist wieder wach. Beide stehen auf. Ja! Stopp! Oh, was ist das denn? Nein. Nein. Du hast doch als Lebenswunsch... Ja. Nein, dann machen wir das nicht. Ich weiß, es ist gerade vielleicht ein bisschen... kriegst gerade vielleicht viele Rückschläge, aber es wird sich auszahlen, wenn du lebenslange Zufriedenheit kriegst. Oh, sie hat grüne Augen. Du hast keine grünen Augen, ne? Sieht vom Gesicht her so anders aus, glaube ich. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Ist zumindest schon mal kein Klon. Das ist ganz nett. So, dann gucken wir mal. Oh, Moment. Habe ich das noch... Habe ich die Sachen verkauft oder habe ich die irgendwie hier reingepackt? Da haben wir ein Töpfchen. Okay, wo stellen wir die Sachen jetzt alle hin? Da, wo sie niemanden stören am besten. Puh, das ist gar nicht so leicht, ne? Ich glaube, da steht es im Weg. Ist es laut? Stört es beim Schlafen? Ich pack's mal ins Schlafzimmer hier. Ich weiß nicht, ob das die Leute stört beim Schlafen. Nein! Warum? Verdammt, ich habe es nicht leer gemacht. Dann kaufen wir einfach schnell ein neues. Bevor sie sich in die Hose macht. So, dann schauen wir mal. Jobs und Fähigkeiten. Ja, da hast du noch nichts. Wie bist du denn vom Charakter her? Auf jeden Fall anders, ne? Ruf? Da gab es ja was, ne? Netter Sim von nebenan. Was hast du für einen Ruf? Armer Wicht. Der Ruf deiner Sims wird von ihren Interaktionen mit anderen Sims auf Gemeinschaftsgrundstücken beeinflusst. Ist dein Sim freundlich, verbessert sich sein Ruf. Ist er hingegen unfreundlich, verschlechtert er sich. Ich weiß nicht genau, auf was der Ruf alles einen Einfluss hat, ob der überhaupt auf irgendwas einen Einfluss hat. So, dann gucken wir mal. Hobbys. Was hast du denn so für Hobbys? Unterhaltung, übernatürliches Sport, Science-Fiction, Reisen, Tiere, Schule. Okay. Na gut, bis du ein Teenie bist, dauert es eh noch etwas. Aber wie wäre es denn? Ja, es ist dreckig. Wenn du dich nochmal hinlegst, damit du morgen fit für die Arbeit bist. So, du darfst dich jetzt mal hier um deine Tochter kümmern. Ah, ja, ich glaube... ne, wir haben dann einen Tag, glaube ich, zwei Kleinkinder gleichzeitig, ne? Ein Tag ist verkraftbar. Was wünschst du dir denn? Von Marie gekitzelt werden. Müsste das Kind nicht irgendwann bald kommen? Es wundert mich gerade, dass das so lange dauert. Naja, es wird kommen, wenn es kommen möchte. Bis dahin können wir auch warten. Müssen wir ja sowieso, ne? Hast du gerade aus dem dreckigen Fläschchen getrunken? Du hast doch gar keinen Hunger. Kind, wie wäre es denn, wenn du mal hier tolle Dinge tust? Denn da an? Um die Uhrzeit. Ach, ich glaube, das ist wieder die nette Dame von in diesem Hobby, ne? Vom Hobby kochen. Warum ist es ja eigentlich schon wieder so dreckig? So dreckig? Wie ist das passiert? So, du darfst das spielen. So, jetzt müssen wir uns einmal kurz um dich kümmern, damit du gut gelaunt zur Arbeit gehst. Duschen, Fernsehen. Wir können ja gleich mal, du kannst ja mal wen einladen. Nein, wenn es gleich hell wird. Den wir dann nochmal hier bitten, uns beim Aufräumen zu helfen. Dich schmeißen wir mal kurz ins Bett. Wie geht es dir denn? Bist du schon wieder müde? Ja. Aber wir warten nochmal ganz kurz. War bitte die Zeitung hier auch nicht braun? Komisch. So, dass wir jemanden anrufen können. Wer könnte denn zu Hause sein? Ich glaube, Matthias ist arbeiten. Um diese Uhrzeit. Tolle Idee, ich komme sofort. Das ist nett. Das können wir auch direkt wegschmeißen. Rabia. Hilf der schwangeren Marie doch bitte ein bisschen im Haushalt. Hä? Nee. Warum?
Warum geht es nicht? Ich möchte dich gerne begrüßen. Hey. Jetzt müsste es gehen. Rabea begrüßen. Ach ja, wir haben uns so viel zu erzählen. Ja, mach nochmal hier reden, tratschen und dann mach mal... Hast du denn überhaupt noch so viele Punkte? Nee, verdammt. Schlecht. Schlecht. Hast du irgendwas, was ich dir gerade erfüllen kann? Nein. Na gut. Dann hilft sie vielleicht trotzdem einfach so. Warum schläfst du nicht? Du bist schon wieder wach. Okay, jetzt ist sowieso vorbei mit Schlafen, wenn der Fernseher da an ist. Okay, du kannst eigentlich direkt wieder aufstehen. Es tut mir leid. Aber das muss jetzt gerade sein. Ja, sie ist sogar so nett. Könntest du jetzt bitte meine Tochter runterlassen? Damit ich ihr aufs Töpfchen helfen kann? Kann man die irgendwie abnehmen? Geht das? Mehr? Geht es nicht. Lass sie bitte los. Lass sie fallen. Marie tragen. Wir probieren das mal aus. Nee, ne? Egal. Jetzt ist sie auf dem Boden. Gibt es hier ein Fläschchen? Nee, hier gibt es kein Fläschchen. Oh, sie will nicht. Na gut. Schmeiß dich einfach ins Bett, bevor du hier gleich umkippst. Wo ist denn jetzt das Fläschchen hinter? Dann, trinken. So. So, wir probieren das jetzt nochmal ganz schnell. Schnell. Wer klingelt denn da? Ja, du darfst meinetwegen auch reinkommen. Guten Tag, guten Tag. So. Ich hoffe, sie möchte jetzt. Sträub dich bitte nicht. Ich will dir nur... Danke. Ach, das ist immer so frustrierend, wenn sie dann nicht verstehen, dass man ihnen nur was Gutes tun will, ne? So, benutzen. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier bei dem ganzen Stress ganz die Zeit vergessen. Ich würde dann erstmal wieder den Part an dieser Stelle beenden. Schade, dass das Kind jetzt nicht mehr kommt. Ich hätte gedacht, es kommt noch. Ich bin mir auch gerade... Ich bin ein bisschen skeptisch, warum es nicht auf die Welt kommt. Ach, das ist ein bisschen nervig hier. Okay, wir müssen am besten ihr Bettchen. Ich muss bis zur nächsten Folge, glaube ich, ein Kinderzimmer bauen. Damit ihr Schlaf hier nicht die ganze Zeit vom Telefon, jetzt klingelt sogar beides, und vom Fernseher hier, gestört wird. Das ist nämlich etwas nervig, wenn sie dann auch nicht schlafen kann. Ne? Das mache ich dann vielleicht bis zur nächsten Folge. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Montag und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Dann sollte das Kind auch eigentlich auf die Welt kommen.